So Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, er ist da. Endlich ist er da. Ich habe ihn schon längere Zeit auf dem PC mitverfolgt. Ist einfach ein so geiler Panzer. Wirklich. Ich habe mir das auf PC auch schon längere Zeit mit angeguckt. Wegen Spielstil und so. Aber ändert sich eigentlich nicht viel, wenn man die Russen gewohnt ist. Wenn man mit denen so klarkommt, dann hat man den auch schnell drin. Bin den heute noch nicht so viel selber gefahren, wie gesagt. Hab noch wegen andere Russen mit hochgespielt durch den Tank Bowl. Ja. Gucken wir uns einfach mal das Paket an. Wir haben 122 mm, eine 9er Kanone. Und wir haben 225 Pen auf der AP und 265 auf der APC. 440er Alpha ist eine ordentliche Ansage. Genauigkeit 0,47, davon träumen wir alle. Nicht. Aber ich denke mal, wenn man die Russen, wie gerade eben schon gesagt, das gewohnt ist, wird man damit schon klarkommen. Also die Kanonen wird zwar ein bisschen tricky sein, aber man sollte schon seine Ziele trotzdem treffen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Panzerungstechnisch, ihr seht schon, ziemlich harte Frontsau. Können uns ja mal kurz im Vergleich hier den IS-3 zum Beispiel mal ranziehen. Ihr habt mit dem IS-3 an der Front, die Frontwanne, 120 und beim Turm oben an den Seiten. Und der Defender hat einfach mal 160 an der Frontwanne. Und das ist schon echt heftig. Plus die Winkel, wenn ihr das jetzt hier so seht. Ihr müsst am besten wirklich versuchen, die Unterwanne verstecken. Und dann frontal zum Gegner so stehen, weil da prallt wirklich Haufen Zeug ab. Der Turm frontal sieht er auch mega gewinkelt. Haufen rote und gelbe Stellen mit drinne. Wo ihr aber aufpassen müsst, genau, ihr habt hier oben wieder kaum Panzerung. Und ihr könnt doch leicht in die Cupola getroffen werden. Oder was heißt leicht, die sind schon extra flach, aber ich habe es selber schon geschafft, eine Runde mit dem Defender, einem anderen Defender, in die Kuppeln hier oben zu schießen. Also da geht ein Safe Pen durch. Und oben halt, ich weiß nicht, wie viel haben wir da? 50 mm ist jetzt nicht die Welt. Ja, müsst ihr mit gucken. Ansonsten Sidescrabben. Ist halt wieder so die Sache, wenn ihr hier versucht Side zu scrapen, ne, wird die linke Front gerade oder die rechte Front, je nachdem wie ihr rausfahrt, ist halt mit Vorsicht zu genießen. Aber das Ding ist einfach so brutal, wirklich. Und ich finde, optisch macht er auch echt was her. Der erinnert auch stark an den IS-6, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, warte mal. Habe ich ne? Der Turm. Ich finde, das ist schon, der Turm ist vom IS-6, würde ich fast meinen. Ja, oder leicht abgeändert, vielleicht ein wenig flacher an den Seiten, aber ansonsten finde ich den mega sexy. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Runden rein. So, Freunde, wir sind in der ersten Runde. Auf Dukla Pass. Und wir haben eine 9er Lobby, also mit Tier, na ja gut, 9-8, ja. Sind natürlich starke 9er im Gegnerteam, STI, Conqueror, 2x T30, T10, ja. Können wir nicht ganz so aggressiv sein, ich meine, wir haben zwar einen Defender, aber Defender ist halt auch nicht unbesiegbar. Und ich denke mal, in Sachen Panzerung ist der STI uns einiges voraus. So, ihr merkt schon hier auch wirklich, der ist ein bisschen schwerfälliger als sein normaler Kontrahent, sag ich mal, der IS-3. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Jawohl, das wollte ich jetzt wissen, dass meine Batterien fast wieder leer sind.
Ich hoffe mal, dass da gleich was aufgeht. Zu aggressiv will ich jetzt hier auch nicht vorfahren. Aber eine Art im Gegnerteam. Das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Okay, der Tiger fährt schon da hoch. Aber der Tiger spottet nichts. Jetzt, doch jetzt. TC. Oh, da haben wir so auch direkt die Freunde der Sonne. Jetzt gehen natürlich nicht die Flöte runter für den Conqueror. Ah, jetzt hier leider eine Low Roll. 386. Aber die hat ihm trotzdem wehgetan. Jetzt natürlich die Sache, ich krieg die Flöte nicht ganz runter für ihn. Nee, Arti. Netter Versuch. So, probieren wir jetzt mal, mich hier wenig ranzudrücken mit an die. Ich muss halt aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwo in den Hinterhalt laufe. Ja. Natürlich, beim Conqueror am Turm gebounced. Warum sollte der auch durchgehen? So, jetzt der Conqueror One-Shot. Ja, komm schon. Okay. Jetzt haben wir da hinten natürlich einen Hulldown Emil 1. Nicht so nett. Drüben von der Windmühle schießen sie auch schon her. Emil guckt jetzt gerade weg. Ich versuche jetzt mal vorne in den Stein mitzukommen hier, oder? Ich hoffe, der Emil bounced jetzt. Ja, oder er kriegt mal eine schöne Breitseite hier, oder? Das kann er gerne nochmal probieren. Ja, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Hilfe hinter mir so genießen. Zumindest, dass der Emil mal weggeht, weil, ich weiß nicht, der ist mir gerade wegen unsympathisch dort. Versuch war es wert, war orange, 50-50. So, T10 hat jetzt geschossen, jetzt würde ich ihm hier gerne mal Hallo sagen, kurz. Eine 450, die hat ihm geschmeckt auf jeden Fall. Jetzt drücken die anderen von hinten rum. Jetzt machen wir hier gleich mal auf den anderen Defender noch wegen Druck. Oh, wieder eine Low Roll. Ich glaub's nicht. Ja, der T95 sollte das eigentlich hinkriegen. Ich werde mich jetzt schon mal auf den Emil 1 konzentrieren. Der böse Bube hier. Ah, da kriegt man auch wieder nichts von ab. Da steht da oben T30. Oh, das ist natürlich jetzt noch ein T30. Alter Schwede. Achso, wir sehen nur oben. Ja, mal gucken, ob man das hier irgendwie so mit ein bisschen... Jawohl, so will ich das sehen. Russische Präzision, Junge. Russische Präzision. Genug Wodka... Genug Wodka saufen und dann geht das hier klar. Komm, und nochmal ein. Na, fick dich doch. So, jetzt machen wir hier direkt mal die Offensive. Wir müssen ja hier oben mal ein wenig was zeigen von dem Tank. Es kann ja nicht angehen, dass wir hier jetzt gerade zu gut sind mit dem Team. Meine Mannschaft, muss ich mal erwähnen, ist ja auch noch nicht die beste so. Ich habe hier meine IS-3-Mannschaft gerade am Ausbilden. Da ist gerade mal Mentor und Waffenbrüder drauf. Sechster Sinn ist jetzt fast fertig. Ich glaube, da fehlen noch 6% oder so. Also eine Top-Mannschaft ist hier noch nicht so wirklich vorhanden. So, ich würde jetzt gerne hier mich mit dem T30 mal wegen anlegen. Oh, da drüben hätten wir noch einen 54. Ja, aber da kommen wir nicht ran wahrscheinlich.
Aber im T30 bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das vielleicht ein wenig zu riskant ist. Ich meine, T30 kann auch mal bouncen mit der kleinen, aber wenn er die große drauf hat, dann sieht es eigentlich schon mau aus. Wir machen wieder eine Low Roll. RNG ist heute nicht mit mir. So, jetzt muss ich natürlich mal zusehen, dass ich hier. Oh, eine 503. Das ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich gehe in meinen Facehack mit dir. Fick dich. Okay, das hat ihn nicht wirklich interessiert. Ach, Menno, Mensch. Hat uns auch wirklich ordentlich durchgezogen, ey. So, ein bisschen was ist noch übrig. Ich hoffe, da kriegen wir noch einiges ab jetzt. Ich würde hier gerne noch ein paar Schüsse mehr setzen. Komm schon. Jawohl, eine 473, das schmeckt. Wir waren anvisiert. Jetzt weiß ich natürlich nicht von wo. Vielleicht wenn wir wiggeln hier. Ah, drüben kommt ein Schuss her. Ja. Oh, in unserer Base sind drei Stücke. Das wird ein knappes Ding. Das wird ein knappes Ding. Jetzt Gas geben. Ja, oder unsere Ketten durch. Das wäre jetzt natürlich wegen blöd. Ich würde gerne schon noch hier, also wisst schon. Och Mann, ey. Hasse Menschen. Komm, SDI, bleib doch noch hier, ey. Ich will doch nur, Mann. Nein, nix gutes Spiel. Ach Mann, ihr seid so hässlich. Ah, was für eine Drecksrunde, echt. War jetzt nicht so die Imba-Runde. Ja, 11 Schuss abgegeben, 7 gepennt, 3000 Schaden, 800 Unterstützung, 710 abgewehrt. Ist Mittelmaß für diesen Panzer auf jeden Fall, also das war jetzt nicht so besonders. Aber ich würde mal sagen, wir gehen in die zweite Runde. So Freunde, zweite Runde. Paris und wir haben eine 8er Lobby mit einem 9er pro Team, was ein Light ist als Top Tier. Okay, kann man machen. Wir fahren direkt runter in die Heavy Gas und prügeln uns da ein bisschen. Da fühlt sich der Defender eher am wohlsten. Ich würde sagen, wir fahren mal direkt hier runter in die Dings ran. Mal der Emil, der guckt schon so freudig. Oder der Chieftain da vorne. Ich weiß nicht, was der wartet, aber ich schenke ihm mal was. Ja, natürlich bei uns der Schuss. Jetzt haben wir natürlich einen ziemlich aggressiven IS-3 dort vorne. Ah, komm nochmal vor, Kollege, komm schon. Boah, gibt's doch nicht. Ja, Versuch war's wert. So, jetzt ist schön overmatched hier, oder?
Problem könnte jetzt natürlich sein, wegen den zwei Heavys, die durch die Mittelgasse gleich hier reindrücken. Der steht immer noch dort. Nehmen wir mit. Ah, IS-3 wieder. Obwohl, der, ich weiß gerade nicht, was der da versucht. Schade. Ja, ich glaube, das hat er sich nicht richtig überlegt. Ich wollte gerade sagen, also das wäre unmöglich gewesen, dass er das pennt. Ja, ne, IS-3. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir hier mal ein paar Gegner rauskriegen, weil so langsam setzen die uns hier unter Druck. Der IS-3, der muss da unbedingt raus. Sonst sind wir hier gleich nicht mehr lange da. Weil jetzt kommt nämlich schon der Canaveral. Oder Caravan. Und dann haben wir auch noch den 9er Scout. Ist jetzt auch nicht so nett. So, dann schenken wir ihm kleiner. Oh, unser Team, ich weiß nicht, warum die sich hier so abformen lassen gerade. Das ist alles nicht so geil jetzt, ja? Ich muss sagen, der Tiger ist mir auch gerade ziemlich nervig hier. So, nehmen wir den ersten hier mal raus. Ja, komm Tiger, Tiger, komm schon, komm schon. Ja, er pennt uns halt auch wirklich. Das Blöde ist halt auch immer noch der Emil, der dort steht. Sind hier jetzt eigentlich voll in der Unterzahl. Na klar, super. Meine Herren, wirklich. Was ist denn das hier gerade für ein Team? Mann, der IS-3 steht immer noch dort. So, jetzt ist der auch mal weg. So, jetzt haben wir den auch noch raus. Der Tiger ist halt echt, der macht uns halt gerade hart zu schaffen hier. Motherland. So, erstmal mein Wecker von der Arbeit noch mittendrin angegangen. Einmal frei. Oh, nee, ein Brot. Eieiei. Nein, 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 nein. Geh weg jetzt hier. Jo. Ja, genau. Oh, ich hasse es. Das ist jetzt nicht dem Brot sein Ernst, oder? Das ist der Wahnsinn, echt. Oh, ich mache eine Low Roll. Nein! Oh! Ey, meine Herren. Auf was warten eigentlich die zwei da hinten? Was macht der KV-5? Oh Mann, ey, jetzt verlieren wir das noch. Was ein Dreck, ey. Ja, super KV-5. So macht man das auf jeden Fall gegen den Prot. Ja, der Udis, der braucht jetzt eigentlich gar nichts mehr probieren, weil der wird sowieso overmatched.
Aber er versucht es. Sieht schon sexy aus, so, ne? Wenn die sich so hochpumpen, ey. Macht schon was her. Aber was will er jetzt noch alleine machen hier? Er rennt jetzt einfach um sein Leben. Oh Mann. Oh, jetzt sieht's böse aus. Ja, was soll er da machen? Ja, oh, läuft. Das war sogar Meisterabzeichen. Direkt mal in der Runde geholt. Ja, 4476 Schaden, 2780 abgewehrt. Ich denke mal, das spricht für sich. Also in der 8er Lobby ein komplettes Monster. Und ich habe den auch noch nicht so lange gespielt. Ich denke mal, ich habe Dauerwinge dann mich blöd angestellt, muss ich ehrlich zugeben. Ärgert mich auch ein bisschen. Aber ich werde jetzt die Tage durch den Tankbogen auch noch wegen mehr fahren. Ich denk mal, ich werde vielleicht noch ein, zwei Videos mit dem hochladen. Auf jeden Fall macht der sehr Spaß. Finde ich sehr empfehlenswert. Kann ich jedem nur raten. Für das Geld wirklich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Ich würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen.